Was ist meine Villa? Aber meins war schon häufiger gefragt. Moin moin, ihr seid auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute soll es um die Tajima Klappsäge mit einem 240 mm Blatt gehen. Die Tajima Klappsäge kostet knapp ein 20. Lässt sich hier schön Haltebügel ausklappen, befestigen und dann nochmal einen weiter nach oben und da, falls man so schneiden möchte. Und wieder zusammenklappen, zack. Das Blatt ist nicht rostfrei, wie ich gemerkt habe. Ich hatte das auf Basthaus dabei. Ne? Ich blende da auch ein paar Aufnahmen von ein. Den Griff finde ich sehr schön. Der ist aus, warte, ich habe gespickt, aus Elastoma-Griff. Keine Ahnung, was das ist. Fühlt sich gut an, liegt gut in der Hand, rutscht nicht. Hallo Frau. Ich hatte damit sehr schöne Schnittergebnisse. Der Schnitt wird sehr gerade. Das ist aber bei so japanischen Sägen normal. Die machen das halt so. Ich schaffe sehr schnell und sehr gut Armdicke, so, ja. So schön würde ich jetzt schätzen, so 12, 15 cm schafft sie, relativ schnell. In einer halben Minute kriegt man locker so ein Ding durchgesägt. Richtige Feuerholzklötze sind so eine Sache. Kriegt sie durch, kein Problem. Dauert nur ein bisschen länger, ein bisschen anstrengender. Da ist so eine große Handbügelsäge, die wir haben im Lager, angenehmer. Ist einfach so, ist dann kraftsparender, ich weiß nicht. Ist dann halt so. Wo würde ich sie dann empfehlen? Ich würde sie schon empfehlen beim Mittelalter, wenn man gerade nichts anderes hat. Oder zum Beispiel nur Naturholz, wo höchstens die Stämme so dick sind, verarbeiten muss. Ich würde sie beim Bushcraften auf jeden Fall empfehlen. Das war die Tajima Klappsäge mit einem 240 mm Messer. Messer, Blatt, Sägeblatt, sag ich. Sie wiegt ungefähr 150 Gramm, ist gar nicht so viel. Hat die Maße 32 x 10,2 x 3,4. Also passt überall rein. Kann ich selbst hinten in die Hosentaschen reintun. Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, finde ich die geil. Das ist die erste Klappsäge, die ich ausprobiert habe. Nicht die erste Säge an sich, aber die erste so für unterwegs und solche Geschichten. Ich werde noch andere ausprobieren. Vor allen Dingen eine habe ich gesehen, die gibt es mit Griff komplett aus Holz. Ist ein bisschen kleiner, aber die werde ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren und dann vergleichen und vielleicht mir auch mal eine Silky probeweise bestellen. Wenn sie mir nicht gefällt, kann ich sie ja immer noch zurückschicken. Und mal vergleichen, wie das mit der ist. Weil das lese ich ganz oft, dieses Silky und so weiter und Tajima, wie ist das im Vergleich, bla bla bla, weil eine Silky kostet das 2,5-fache fast von der. Der ist mit einem 20 dabei, top, macht alles, was sie soll. Es gibt auch Ersatzblätter dafür, die kosten, glaube ich, ein 10er oder 15, also zwischen 10 und 15. Kannst du immer bei Amazon nachbestellen, ist gar kein Problem. Ja, an sich super schöner Griff, kann man toll greifen. Macht einfach Spaß, sie in der Hand zu haben und damit zu arbeiten. Ja? Aber wie gesagt, nicht für solch dicke Hackklötze. Wenn euch die Säge gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich, gebt ein Like nach oben, das hilft mir immer. Und viel Spaß und bis zum nächsten Video.